Servus, mein Schwager hat demnächst Geburtstag und ich dachte, ich schenke ihm so ein Biersafe. Beim Biersafe geht es darum, Flaschen in diese Körbe einzusetzen und dann das ganze Gestänge hier in die Erde abzulassen, damit es natürlich gekühlt wird. Fand ich eine coole Idee, weil er Bier literweise trinkt und das Ganze personalisieren wir jetzt. Man kann schon diesen abenteuerlichen Aufbau hier sehen und die Klavierspitze. Und los geht's. Mit einem Farbstift wollte ich den Kontrast erhöhen. Leider war die Gravur nicht tief genug, sodass ich die ganze Farbe einfach wieder rausgewischt habe. Ist ja aber trotzdem schön geworden. Ja, normalerweise würde ja jetzt der Fusion-Programmierteil kommen. Nur ist es so, dass die Programmierung so lächerlich einfach war, dass ich gesagt habe, ich lasse die Simulation ablaufen und erzähle noch ein bisschen was dazu. Okay, als allererstes habe ich diese zwei Wörter hinzugefügt und in ein, ich nenne es mal Fake-Werkstück, hinein extrudiert. Normalerweise lasse ich ja die Skizze stehen und klicke einfach die Skizze an. Nur ist es so, dass ich mir dann den ganzen Buchstabe wie aushöhlen will. Das wollte ich nicht. Deswegen habe ich es extrudiert und dann die Kontur angeklickt. So entsteht dann diese wunderschöne Outline. Bei den zwei Biergläsern war das ähnlich. Das ist ein DXF-Import. Diese zwei Biergläser habe ich auf Etsy gekauft. Ich meine für $1,50 und entsprechend skaliert und positioniert. In der Fertigung dann einfach die Kontur angeklickt und gesagt abfahren. Diese Klavierspitze von StepCraft kann bis zu 4 mm ausgleichen. Und mir ist einfach aufgefallen, wenn ich die Feder, die also 4 mm ausgleichen kann, 1 mm vorspanne, also ich sage in Fusion, tauche mir 1 mm ins Werkstück ein, habe ich einfach das schönste Fräsbild oder Klavierbild. Also ich taste mein Werkstück ganz normal an, nulle mein Z. Und sagt dann in Fusion 1 mm tief eintauchen. Und so wird dann die Feder von dieser Klavierspitze 1 mm vorgespannt. Und sieht, wie ich finde, sehr gut aus. Mein lieber Schwager ist Schlosser und zieht mich immer wieder mit meinen Holzbrettern auf. Deswegen gab es für ihn so ein Fake-Holzbrett. Bis hierher war er sich ziemlich sicher, was er bekommt. Das änderte sich aber schlagartig.
Umso größer war dann die Überraschung. Nach einer Lagebesprechung und einer kleinen Steigerung ging es dann auch schon los. Das Video läuft in 12-facher Geschwindigkeit. Für das komplette Loch samt Befüllen mit Bierflaschen haben wir etwa 15 Minuten gebraucht. Ja, es wird nun Zeit, das Gestell das erste Mal hinunterzulassen. Natürlich wollten wir es auch gleich ausprobieren und haben uns natürlich eine kleine Stärkung verdient. Prost! Ich habe mir beim Biersafe noch ein paar Kleinigkeiten bestellt und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Danke für eure Aufmerksamkeit. Das war vorerst das letzte Video. In ein paar Wochen geht es dann weiter mit der neuen CNC. Bis dann, ciao!